In der Kirche vom Kloster Schöntal werden jährlich zwei Ausstellungen gezeigt. Anfang November ist die Vernissage zur Themenausstellung «Fels und Unterholz» über den grossen Zürcher Maler Wilfried Moser gewesen. Ein strahlender Tag hat die vielen Besucher willkommen geheissen. Also, der Wilfried Moser ist 1914 geboren. Und er ist, also Zürcher, ist in Zürich geboren und er ist unmittelbar, das ist das Wichtigste gewesen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nach Paris gegangen. Weil er hat in Zürich nicht die Umgebung gefunden, die seine Malerei geschätzt hat. Und in Paris ist er dann in die Avantgarde-Bewegung von der gestischen Abstraktion. Also es ist eine Abstraktion, die ein bisschen Pollock-ähnlich, heftig bewegt ist. Dort hat er zu einer Avantgarde-Gruppe gehört, hat auch eine gute Galerie gehabt, die ihn vertreten hat. Und dann ist er ist eigentlich immer, also er ist in Paris geblieben, ist aber nachher in den 60er Jahren zurückgekommen in die Schweiz, in Zürich, ist Präsident gewesen von der Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten, den heutigen Visarte, hat sich sehr eben auch für die Anliegen der Künstler eingesetzt. Aber er ist immer wieder, die Inspirationsquellen sind lang in der Grossstadt Paris gewesen. Und dann ist im Alterswerk, und das sieht man in dieser Ausstellung, ist die Inspiration dann Steinbrüche gewesen, im Tessin, Carrara und auch der Gotthard. Der Gotthard, der ist viel dort gelaufen und all das Gestein, das hat ihn mehr gefesselt als die Grossstadt plötzlich. Und darum hat es in seinem Alterswerk wieder eine Figuration gegeben, wo damals, als er das gemacht hat, 1975, hat kein Mensch so figurativ gemalt wie er. Und das war provokant gewesen. Und heute, wenn man umschaut, die ja sehr viele Künstler wieder figurativ malen. Es ist auch kein Problem mehr, figurativ oder abstrakt. Und darum, der Moser ist eigentlich einer, der aus der Abstraktion in die Figuration gekommen ist und nicht umgekehrt. Er hat ja alle grossen Ausstellungen mitgemacht, hat den Preis von der Stadt Zürich gehabt, war an der Biennale in Venedig gewesen. Und nach seinem Tod ist es jetzt ein bisschen leiser geworden. Aber ich denke, die Ausstellung ist auch wieder ein Auftakt, dass man sieht, was für ein guter Künstler er ist. Frau Lutz, der Wilfried Moser kommt aus dem Expressionismus und malt plötzlich Steine, Steinbrüche. Damit richtet er den Fokus ja auf etwas. Was ist das? Was könnte das sein? Das war damals tatsächlich eine grosse Überraschung in der Kunstwelt, auch nicht unmittelbar verstanden wurde, dass der Künstler Wilfried Moser, der als Taschist oder abstrakter Expressionist in Paris seinen Durchbruch erlebt hat, Erfolg hat, dass er plötzlich zu einem figurativen Motiv zurückkehrt, nämlich Stein und Steinbrüche. Und die Frage hat sich, wie Sie sich stellen, natürlich auch gestellt damals, was will er damit ausdrücken. Ein wichtiger Aspekt, und er hat selber darauf hingewiesen, dass ein Steinbruch ist ein Ort, wo etwas abgebaut wird. Stein wird abgebaut. Man kann auch sagen, es ist eine Art Zerstörung, wo ein Steinbruch stattfindet. Aber gleichzeitig muss man so erwähnen und sofort anfügen, dass etwas Neues entsteht. Also die Steine werden verwendet, sei es für Architektur, sei es für Kunst, für Skulpturen. Also das Thema vom Umschlagplatz, also einem kulturellen Umschlagplatz, ich glaube, das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Also dass das nicht negativ besetzt ist mit Zerstörung, sondern auch Anfang von etwas Neuem. Könnte man sagen, dass Transformation eines von seinen leitenden Themen in dieser Schaffensphase war? Ich denke, das ist sehr schön. Das ist sicher ein Begriff, wo man für die Bilder gerade aus dieser Schaffensphase, vor allem die Steinbrüche, wie man sie hier in der Ausstellung im Schöntal sehen, dass das sehr ein wichtiger Begriff ist, um diesen Bildern näher zu kommen. Was könnte denn die Beweggründe sein, dass er auf die Steine, auf die Steinbrüche gekommen ist? Es ist ein Denkensprozess dahinter. Was könnte es sein? Er hat in den 60er Jahren Skulpturen gemacht, aber auch abstrakte, rot-weisse
Skulpturen, die waren sehr begehrt. Und ich weiss, ich habe ihn gut gekannt, dass ich mir mal wandern und plötzlich sieht er im Stein, in diesen Steinen, gerade im Gotthard, sieht er, dass das ja Skulpturen sind. Und er hat ein bisschen genug von diesen Rot-Weiss-Streifen. Er hat auch nach etwas Neuem gesucht. Und das ist ihm aufgegangen, wie, das ist ja oft so ein Momenterlebnis. Das ist ja eine Skulptur in der Landschaft. Der Stein ist eigentlich eine Skulptur in der Landschaft. Aber er hat ihn dann nicht mehr als Skulptur machen, sondern wieder auf der Leinwand. Also, das ist eine grosse Kunst, nicht auf der Fläche etwas dreidimensional so zu machen, als wäre es ein Stein. Und den Raum, wo man manchmal nicht weiss, geht es runter, geht es rauf, also wo man auch ein bisschen verunsichert ist. Also so ein direktes Erlebnis war schon der Auslöser gewesen.